Hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der, ja, eigentlich schon niegelnagelneue Heathray Godzilla, den Hitzestrahl Godzilla von Funko Pop Movies aus dem Film Godzilla vs. Kong mit der Nummer 1018. Das ist der letzte von den drei Figuren, die ich mir seinerzeit vorbestellt hatte. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr her. Ich glaube, fast sogar ein Dreivierteljahr. Und der kam jetzt endlich im Laufe der letzten Woche hier bei mir an und darum wollte ich den noch ganz schnell hier reviewen. Die anderen zwei Figuren dazu hatte ich euch schon gezeigt. Insgesamt gibt es drei Stück. Die Nummer 1017 Godzilla, dann die Nummer 1018 Heathray Godzilla und die Nummer 1019 den Mecha-Godzilla. Selbstverständlich gibt es von Mecha-Godzilla auch eine Spezialausgabe mit einem roten Hitzestrahl, was glaube ich sogar im Dunkeln leuchtet. Und was wir uns auch noch angeschaut hatten, war der 10-Inch-Godzilla sowohl in der normalen Form als auch in dem Special Neon City. Das alles haben wir uns angeschaut. Also jetzt heute noch dieser Hitzestrahl-Godzilla und wir werden die drei Figuren natürlich auch noch vergleichen. Ja, auch die 1018 kommt in der üblichen Funko-Verpackung. Die Fensterbox mit einer Höhe von 16 cm, eine Breite von 11,5 und einer Tiefe von 9 cm. Ja, warum der Versand, die Auslieferung so lange gedauert hat, das dürfte mittlerweile auch dem Letzten klar sein. Das liegt an den Corona-bedingten Ausfahrts- oder Lieferverzögerungen und vor allem auch die Teuerungen, was die Schifffahrt angeht. Da verdient ein Hersteller natürlich nichts mehr dran, darum wartet man lieber, bis sich das ein bisschen beruhigt hat. Denn diese neuen Preise würden die Figurenpreise so dermaßen in die Höhe katapultieren lassen, das kannst du dir als normaler Sammler nicht mehr leisten. Wir hoffen natürlich alle, und das gilt wirklich für alle Sparten, dass sich das jetzt auch wieder mal beruhigt. Gut, wie die Boxen, die unterschiedlichen Boxen der drei Modelle hier aussehen, das habt ihr jetzt schon gesehen in diesem 360-Grad-Dreh. Ich würde sagen, lasst uns den Hitzestrahl Godzilla mal auspacken und anschauen. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihn hier umgesetzt haben. Ob noch weitere Varianten dazu erscheinen werden, kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Alles möglich, da ist wirklich alles drin, aber ich bin mit diesen drei hier komplett zufrieden. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, jedes Mal, wenn ich die Geschichten sehe, Funko kann langsam aber sicher mal wieder was am Design ändern, ne? Wie auch immer. Also, Funko Pop Movies Godzilla vs. Kong 1018, der Heathray Godzilla, Hitzestrahl Godzilla, Vinyl Figure, PVC Figur, hier die Abbildung. Der Hitzestrahl befindet sich übrigens rechts hinter ihm, den haben sie in transparent blau gegossen. Die Augen wurden hier übrigens auch dieses Mal blau, genauso wie das Maul. Ob man den Hitzestrahl richtig reinstecken oder nur reinlegen kann, das werden wir uns anschauen. Auf der Seite seht ihr eine vollständige Abbildung. Wäre natürlich auch cool gekommen, hätte der eine LED in sich und die Augen würden blau leuchten und das Blau würde dann auch auf diesen Hitzestrahl hier übergehen. Ich glaube, das wäre gut gekommen. Auf der Rückseite das Monsterverse, wo ihr alle Figuren seht. Natürlich nicht die Specials. Der Godzilla 10 Inch haben wir uns angeschaut. Kong 10 Inch, dann Godzilla haben wir hier. Heathray Godzilla und den Mecha Godzilla, dann hier auch noch den Battle Ready Kong, Kong with Battle Axe und Battle Scarred Kong. Ich sag ja, wem es gefällt, ist auf jeden Fall auch sehr nett geworden. Gut, übliche frustfreie Verpackung, ich hole ihn gleich mal raus. Bin gespannt, wie sie das Ganze hier umgesetzt haben. So. Und hier haben wir unseren Godzilla und natürlich den Hitzestrahl. So, und bei diesem Hitzestrahl haben wir ein ganz, ja, weiches Plastik oder ein hartes Gummi in einem netten Blau gegossen. Ist transparent, wie ihr seht. Ich halte da mal die Taschenlampe dahinter, dann seht ihr das. Es leuchtet also wunderbar durch. Ich sage ja, LED, was von oben rein geleuchtet hätte, wäre da, glaube ich, saumäßig gut gekommen. Moment, ich drehe mal die Lampen auf die Seite. So, dann seht ihr das noch ein bisschen besser und wenn das dann so oben rein scheint, aus dem Maul raus, wäre das, glaube ich, ein klasse Effekt geworden. Ja, schade, dass Funko das nicht so umgesetzt hat und wie schon gesagt, die Augen von Kong würden halt auch noch zusätzlich blau leuchten, ne? Der Hitzestrahl an für sich ganz einfach umgesetzt, aber auf jeden Fall
nett geworden, nicht ganz so nett. Oben ist das Ganze richtig schön klar und hier unten wird es ein bisschen schmutzig. Seht ihr das? So wie so eine Schliere, da ist es nicht mehr ganz so, ab hier ist es nicht mehr ganz so transparent wie nach oben. Also transparent schon, aber nicht ganz so klar. Ja? Find's aber schön, wie sie das Ganze hier skulpturiert haben, mit diesen Ecken, die hier rausstehen, dass das Ganze alles noch ein bisschen feurig wirkt. Ich glaube, den Hitzestrahl hat Mechagodzilla in Rot, diese Special-Ausgabe. Hier unten wurde noch ein Stückchen draufgesetzt, ist also nicht komplett aus einem Guss. Und ja, ihr seht noch ein bisschen Struktur mit reingearbeitet, ganz einfach gehalten, aber durchaus nett. Ich finde es auch schön, wenn das hier so auf dem Boden aufkommt, dass es hier noch ein bisschen hoch geht. Also der ist schon sehr nett gearbeitet. Der Hitzestrahl hier hat eine Gesamtlänge von circa 10,5 cm. Das Blau, wie schon gesagt, gefällt mir wirklich sehr gut. So, somit kommen wir zu unserem Hitzestrahl Godzilla. Die Augen, wie schon gesagt, in einem hellen Blau, genauso das Maul, aber die Zunge ist ein bisschen dunkler geworden. Okay, hier oben können wir den Hitzestrahl einstecken. Hier haben sie auch noch ein bisschen Struktur hingemacht, quasi in den Gaumen rein. Die Zähne haben sie in einem Cremeweiß bemalt, also nicht ganz weiß. Übrigens, dieser Zahn hier steht immer ein bisschen höher. Das ist Absicht. Das ist kein Bemalungsfehler, das ist tatsächlich Absicht. Das findet ihr nämlich auch bei den anderen Figuren. Dann sieht man hier auf den Zähnen eine kleine Gussnase. Ja, nicht ganz so schön, aber okay. Was mir hier wieder gut gefällt, was sehr gut gelungen ist, ist dieses Bürsten über dieses Anthrazit mit einem helleren Grau, wo auch noch ein bisschen Braun mit drin ist, einfach so drüber gebürstet. Das finde ich, kommt schon gut. Die Montagestellen, ja, die sind schon recht deutlich hier und da. Blitzt auch Kleber, Montagekleber raus, wie ihr hier seht, immer da, wo es extrem glänzt. Hier wurde sehr viel montiert, der Kiefer wurde anmontiert, der Kopf ist ein extra Stück, wurde hier noch extra drauf gesetzt. Die Arme wurden dran montiert, genauso wie die Beine und vor allem auch der Schwanz hier hinten. Also ja, da wurde einiges gearbeitet und die Rückenstacheln wurden hier auch noch extra mit reingemacht, mein lieber Scholli. Gut. Okay, aber sehr nett gemacht. Auch Godzilla hier ist, ja, ich weiß gar nicht, ist ein ganz weiches Plastik oder halt ein extrem hartes Gummi. Für mich fühlt es sich fast an wie Gummi. Plastik ist irgendwie noch ein bisschen glatter von dem her. Der Blick ist okay. Der Druck, was die Augen angeht, hier auf dieser Seite ist okay. Hier ist ein kleines bisschen verrutscht. Seht ihr das? Man sieht hier die Kante, da wurde das Blau noch ein bisschen drüber gedruckt, aber ist okay, kann man mit leben. Die Schnauze hier vorne, die Nasenlöcher gehen ein bisschen tiefer rein, hier auch feste drüber gebürstet und auch seitlich die Schuppen um die Augen herum schön zu sehen und durch dieses Bürsten wird es halt noch ein bisschen deutlicher. Also das gefällt mir gut. Dann haben wir hier eher so kleine Schuppen, hier wird es dann richtig breit und es zieht sich dann auch entsprechend hier zum Rücken hin. Hier auch noch so eine Schuppenreihe, die bis vorgeht quasi in die Augenbrauen rein. Macht ein bisschen wütend, gefährlich, ja, gefällt mir sehr gut. Hier auch noch eine Lücke dazwischen, hier richtig grobe Schuppen, in die der Kopf hier aufgeteilt wurde. Seitlich stehen die Stacheln noch ein bisschen raus. Also wirklich alles nett gemacht, kann man nichts sagen. Und sie haben hier wirklich versucht, gut zu arbeiten, was die Montage angeht. Ein bisschen sieht man es halt. Aber auch damit komme ich eigentlich klar. Nicht so schön ist halt diese Gussnase, auch hier am Kiefer, überdeutlich zu sehen. Mann, Funko, echt. Also das ist nicht ganz so optimal. Es zieht sich halt wirklich auch rundherum. Ne? Es fängt hier an, zieht sich über das Kinn bis auf die andere Seite oben hoch. Das ist schon ein bisschen heftig. So, die Stacheln hinten haben sie dann auch wieder in hellblau bemalt. Hier ist es am Kopf dran, ab hier wurde es anmontiert. Die Stacheln sind nett gemacht, haben auch noch eine kleine Struktur bekommen, wie ihr seht. Wir haben hier drei Reihen, in der Mitte ist es am höchsten, außen wird es ein bisschen niedriger, auch hier die Struktur zu sehen. Das ist okay, auch hier nicht gleichmäßig dieser hellblaue Auftrag, sondern immer so ein bisschen dunklere Stellen dazwischen. Das macht das Ganze noch ein bisschen lebendiger, finde ich gut. Dann hier kommen wir schon zum Schwanz, da sind die Schuppen riesengroß, also das ist schon
ein krasser Übergang, eigentlich gar kein Übergang. Bis hierhin haben wir noch diese feinen kleinen Schuppen und hier wird es dann plötzlich breit. Das finde ich, hätte man auch noch ein bisschen nett verlaufender skulpturieren können. Aber wie schon gesagt, ist nur meine Meinung. Hier wird es auch ziemlich derb drauf gebürstet, eigentlich fast vollflächig, nicht so vereinzelt, wie man es hier noch an den kleineren Schuppen seitlich sieht, die aber wirklich nett gemacht wurden, das muss man ganz klar sagen. Beim Schwanz wird es alles ein bisschen derber, gröber und auf der Unterseite haben sie noch ein bisschen hellgrau hingemalt. Ne, das finde ich gut, da haben sie diesen bräunlichen Stich, den man hier seitlich noch sieht, komplett weggelassen. Die Stacheln ziehen sich hier wunderbar durch bis zur Schwanzspitze. Das wurde sauber bedruckt oder bemalt, je nachdem, wie sie es gemacht haben. Schön finde ich auch hier einen Verlauf hier innen. Man sieht von unten noch dieses Grau und hier geht es wieder in dieses nicht ganz so hellgraue Grau über. Was für eine Beschreibung, ne? Hier auch wieder schön die kleinen Schuppen zu sehen. Die Ärmchen, wie schon gesagt, wurden anmontiert. Auch die noch gebürstet. Die Krallen vorne haben sie schwarz bemalt. Das gefällt mir gut. Auch die Pose von den Fingern kann man wirklich angucken. Die Beine auch ein bisschen breitere Schuppen. Vor allem noch mit so kleinen, ja, Rissen drin. Auch das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Die Krallen an den Füßen unten ebenfalls noch extra mit schwarz bemalt. Auch das ist gut. Ja, also das kann man wirklich alles angucken. Der Arm hat eine andere Pose als auf der anderen Seite. Genauso die Finger. Auch die Krallen schwarz bemalt. Und hier kommen wir zum Bauch. Hier gehen auch noch so eine Doppelreihe Schuppen nach unten, bis es sich hier zu einer Reihe vereint und in den Schwanz übergeht. Hier sieht man ganz grob, wie hier von unten nochmal so wie mit einem Pinselstrich oder mit einem Schwamm hochgestrichen wurde. Das sieht man leider ein bisschen sehr deutlich, aber komm, kann man mitleben. Der Kopf ist ziemlich angewinkelt, damit der Strahl hier auch reingeht. Ja, also er steht im Prinzip ziemlich aufrecht. Der Blick, wie schon gesagt, gefällt mir gut und unterscheidet sich somit auch vom anderen Godzilla-Modell wirklich nett. So, und jetzt gebe ich ihm mal seinen Hitzestrahl ins Maul. Das wird hier ein bisschen eingesteckt. Ja, das hält sogar. Guckt, es hält sogar. Sehr schön. Und der Winkel ist auch okay. Jawohl, wunderbar. So sieht er aus mit seinem Hitzestrahl. Also das kann man doch wirklich angucken. Ja, super. Das Transparente kommt wunderbar. Im Gegensatz dazu sind die Rückenstacheln nicht transparent. Die sind tatsächlich blickdicht. Aber man muss sagen, so rundherum betrachtet macht er schon was her. Also das gefällt mir richtig gut. Man hört förmlich dieses Getöse vom Hitzestrahl, wenn man diese Skulptur hier anschaut. Also goldig gemacht. Wirklich nett gemacht. Tolles Modell. Da hat sich das Warten, wie ich finde, absolut gelohnt. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann werde ich den normalen Godzilla nochmal auspacken. Und daneben stellen, ihr seht schon, komplett anders. Er hat schwarze Augen, er hat auch das Maul geschlossen. Auch die Pose unterscheidet sich hier und vor allem die Rückenstacheln, die hier kürzer geworden sind. Die sind hier viel, viel länger und kräftiger. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen schade. Kann ich nicht ganz so nachvollziehen, dass sie die so kurz gemacht haben. Ja, aber er hat eine komplett andere Pose. Wurde an manchen Stellen, gerade hier in diesem hellen Grau, etwas kräftiger bemalt, als es hier auffällt. Und ja, auch hier war es schon ein sehr hartes Gummi oder ein ganz weiches Plastik. Also so sehen die beiden hier aus. Also die kann man wirklich angucken. Eine schöne Erweiterung, wer Funko sammelt. Und dann haben wir natürlich auch noch den Mecha-Godzilla in metallischen Farben. Und ihn gibt es, wie schon gesagt, auch mit so einem Hitzestrahl, allerdings in Rot. Glow in the dark und auch die roten Augen hier leuchten meines Wissens nach. Ne? Also ich habe die Variante, die Alternative dazu noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich sie jemals haben werde. Wie schon gesagt, die drei reichen mir komplett. Ihr seht, was die Größe angeht, in etwa gleich. Und würdet ihr mich jetzt fragen, welche Figur gefällt mir am besten? Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich meine, er ist halt klassisch. Mir gefällt auch die Pose. Das Video dazu findet ihr auf meinem Kanal, genauso wie zu Mecha-Godzilla, da habe ich meine Meinung schon dazu gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wer jetzt die eine Figur hat, braucht die andere Figur nicht mehr. Nee, da würde ich mich nicht anschließen. Ich finde, jede Skulptur hat hier wirklich ihren Reiz. Ja, also ich würde sie alle drei nochmal kaufen, definitiv. Also ich bereue hier nichts. Wurden alle wirklich nett umgesetzt. Die kann man echt alle angucken. Ja, auch er hier.
schönes Modell geworden. Hat auch ein paar Schwierigkeiten, aber in summa summarum kann man echt nichts sagen. Schön, dass Vanco da so viel Arbeit rein investiert hat und das hat sich mehr als gelohnt. Also als Vanco-Sammler, ob man jetzt speziell Godzilla mag oder einfach nur Vankos gerne bei sich aufstellt, absolut empfehlenswert. Kann man überhaupt gar nichts sagen. So, dann werde ich den guten hier jetzt nochmal in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ansonsten sind wir hier wieder durch. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yeah.